Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf KDV180RT. Heute geht es mal wieder um YouTube und zwar um das Kanaldesign bzw. Wie ich so manches auf meinem Kanal hinbekommen habe. Bis gleich! Hallo und willkommen zurück hier. Ich wurde öfters mal gefragt in letzter Zeit, wie ich denn mein aktuelles Kanaldesign gemacht habe. Es geht jetzt nicht wirklich um das Design direkt, sondern erstmals Punkt 1, dieser Banner hier oben. Warum habe ich den? Das ist ganz einfach. Diesen Banner hat man als Partner zur Verfügung. Und ihr seht auch, dass man hier draufklicken kann auf diese Bilder. Also hier könnt ihr das leider nicht nachmachen, da das eben nur für Partner verfügbar ist. Übrigens, ein neues Kanaldesign kommt demnächst. Der gute SoapFX hat sich bereit erklärt, mir ein Kanaldesign zu erstellen. Vielen Dank schon mal dafür. Und ja, wir schauen hier weiter. Das hier wäre der nächste Punkt. Diese komischen Nachrichten hier. Denn normalerweise sind ja hier die Uploads untereinander ganz einfach aufgelistet. Mit der Videobeschreibung und so dabei. Aber halt nicht mit diesem Text. Das Ganze ist relativ einfach. Kann man auch als Nicht-Partner machen. Das Ganze ist relativ einfach. Ich habe hier einfach eine normale Playlist erstellt. Nämlich KT480 Staffel 4 2013. Das erkennt man eben hier. Und dass hier auch noch ein kleiner Beschreibungstext dazu ist. Und dann in den Einstellungen der Playlist zu jedem Video eine Notiz hinzugefügt. Das kann man auch als normaler Nicht-Partner machen. Und wie das funktioniert, das seht ihr hier. Keep you there. That girl's up in the atmosphere.